Hallo Leute und willkommen zurück zu Wortels. Sie waren ja letztes Mal hier am alten Zollposten. Ja, da gibt es ja nichts mehr. Und haben hier ein bisschen Räuber ausgeräuchert. Ja, das haben wir getan. Und haben ein bisschen was eingesammelt hier unten. Wir können ja mal gucken, ob das irgendjemand von uns, von unseren Gefährten was bringen könnte. Zum Beispiel das hier. Ein seltenes Schild. Wieso hat er eigentlich jetzt zwei? Das will ich doch gar nicht. Wieso hat er das denn? Das ist doch eigentlich seins, ne? Nee, der soll kein Zweihandschwert in die Hand nehmen. Ich denn, ich glaube, das da war seins, ne? Genau. Das reicht ihm ja auch völlig. Wie sieht's mit Georg aus, unserem Axtkämpfer? Okay. Die vielleicht. Nee, habe ich denn sonst noch irgendeine Waffe, wo interessant sein könnte? Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal, was hier Anna, unsere Bogenschützin. Sie hier ist unsere Gefangene immer noch. Und sie ist ja hier. Also hier, sie kriegt das hier. Ja? Warum nicht? Ach ja, es erfordert eine höhere Level. Na gut. Na gut. Egal, wir gehen so mal weiter. Was wir noch machen wollen, ein bisschen Geld verdienen wollten wir. Dazu müssen wir hier hoch. Weiß ich nur nicht, wo lang. Ob wir jetzt hier oben lang müssen. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und hier ist noch irgendwas. Was ist das? Eisenerz. Gut. Sonst gibt es hier nichts. Was ist das denn hier? Da stecken Bauern fest. Nicht da hoch? Ach, hier kann ich hochlaufen? Nee, doch. Hä? So, während der nächsten Rast muss ich schon zahlen. Aber es geht ja noch in Ordnung. 213 Goldstücke geht noch in Ordnung. So, wir haben ein Update bekommen. Natürlich, ganz vergessen. Natürlich, es ist eine Taverne hier herausgekommen. Ein DLC, die Taverne. Man kann jetzt eine eigene Taverne aufbauen. Ich habe es noch nicht getestet. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Für, weiß ich nicht, wie viel es kostet. 12? Keine Ahnung. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Manche Aktionen gewähren einen temporären Tapferkeitspunkt, der von Ende des Kampfes verwendet werden muss. Genau, das kennen wir ja schon. Jetzt geht hier nochmal das ganze Tutorial los. Das ist ja interessant. So, es gab ein bisschen Updates. Wir haben jetzt auch einen neuen Job. Und zwar können wir jetzt Bier brauen. Ja, nett, sag ich mal. So, wir schauen mal, dass wir die hier richtig positionieren. Hier, den Bär. Was mache ich denn mit dem Bären? Der sollte auf jeden Fall nicht auf der Seite der Bärenfalle auftauchen. Die hier sind ja ziemlich nah dran. Machen wir das mal so. Und dann stellen wir den dahin. Sie stellen wir dahin. So, wer darf denn als erstes? Hier unten. Okay, alles klar. Da hätten wir einmal Joachim. Dann hätten wir Peter. Und dann hätten wir Helene. Gut. Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal einfach heute mit Peter an. Gießen den hier mal ein bisschen. Dann Trupp Waren. Er kriegt perfekter Punkt. Bereitschaft. Trupp beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein. Okay. Ist er ja nicht, ne? Die Abtrünnige hier hat dasselbe getan wie ich. So, jetzt ist der Bombenleger dran. Jetzt wäre die Frage, können wir mit ihm hier die beiden hier treffen? Ich glaube, müsste eigentlich funktionieren. Und dann ein bisschen weggehen. So, und jetzt bräuchte mir jemand, der uns hier ihn hier ablenkt. Ja, das ist doch.
Das ist doch schon mal in Ordnung. Ja, in einen Kampf verwickelt, das wissen wir. Die Info brauchen wir nicht mehr. Aber er ist noch nicht tot. Na gut. Und er darf zurückschlagen. Einmal. Wen haben wir noch? Die Blinderin. Okay, da kommen wieder zwei zum Zuge. Dann schaue ich mal. Ich glaube, ich könnte ihn auf jeden Fall töten hier. Das werde ich jetzt auch tun. Genau, das sollte klappen. Und auf den hier mal drauf dengeln. So, und dann macht er das hier. Einwandfrei kann er das. Oh ja, das hat weh getan, ein kritischer Treffer. So, ach, hier hinten haben wir auch noch einen, guck mal an. Diesmal haben wir aber nur zwei zur Verfügung, dann machen wir das so. Wenn ich natürlich hätte schucken können, wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber gut, macht nicht allzu viel Schaden. So, dann kommt er hier dran. Dann werden wir mal hier hingehen. So, jetzt ist sie in Rage. Ah, okay. War gar nicht mal so gut. Aber gut, wir werden mal schauen, ob wir ihn hier... Ja, ist ja gut. So, ne, dann schauen wir mal. Die Stärke wird... Ah, er geht auf Heinrich, okay. Das ist okay, das ist eigentlich richtig gut. Da kann er nämlich beide treffen. Und der Bär geht jetzt auf ihn hier noch. So, und dann haben wir ja nochmal einen und das wäre er hier. Okay. Und wir haben nur noch ihn. Muss man ihn wahrscheinlich doch hier hinbringen. Oder wir bringen ihn hier hin. Das wäre eigentlich erst einmal in Ordnung. Jetzt gehen die natürlich alle hier auf Heinrich. Ja, das ist in Ordnung. So, neue Runde, neues Glück. Wir pieksen uns den Kollegen hier an. Und dann läuft er mal ein bisschen weg hier. So, dann haben wir ihn hier. Mal weg. Zwei treffen wir da wahrscheinlich nicht. So. So, sie piekst den Bären. Ja, jetzt wäre die Frage, wie man das jetzt macht. Ich glaube, wir können mal anspornen. Wenn wir ihn hier auf jeden Fall mal schwächen. So. Und vielleicht doch ein Stück weglaufen. Wenn ich im Weg umgehe. Okay, schade. Hätte einen Schlag, hätte ich noch gebraucht.
wäre der zumindest weg gewesen. So, er ist jetzt dran hier. Oh Gott, das war ja richtig mies. So, taktische Ordnung. Ja. So. Dann. Kommt das leider immer nur einmal hin. Das ist natürlich nicht so schön. Ich glaube, ihn könnten wir aber auf jeden Fall mal töten. So, da können wir die Seite wechseln. Das ist erstmal nicht schadhaft. Ach ja, die Maria war mal einst unsere größte Kriegerin. Inzwischen nicht mehr. So, die nächste Runde beginnt. Okay, das hat die aber ordentlich wehgetan auf jeden Fall mal. Dann darf die Lede das machen. Okay, jetzt war die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Was ist, wenn wir hier hingehen? Ja. Wenigstens dem seine Rüstung, wenn wir mal hier mal den Knochenbrecher seine Rüstung wegklopfen. So, dann ist sie schon mal auch weg. Das ist wohl ein Ansporn. Hier dem Chef noch ein bisschen Blut hinzufügen. Destabilisierung. Und dann darf der Bär hier noch zum Einsatz kommen. Ja, lassen wir sie rennen. Den Rest. Den Rest lassen wir rennen. Oh, hier haben wir ein schönes Schild. Ein schönes Schild. Schönes Schild, ein schönes Schild. Gut. Schönes Schild. Dann schauen wir doch mal, wie wir das, ob wir das schöne Schild irgendjemand geben können. Wo ist denn das Schild? Hier wahrscheinlich, oder? Ja, guck mal. Das ist auf jeden Fall mal besser als das Schild. Wie sieht es bei Georg aus? Oh ja. Jo. Das ist auf jeden Fall besser wie das Schild. Und das ist schlechter wie das. Hat sonst noch jemand ein Schild? Sonst haben wir bloß mit zwei Händen geführte Waffen. Tja, da bringt das wohl nichts. Gut. Immerhin schon mal ein Schild. So, hier haben wir noch was. Guck an. Hier so ein typisches Fleckchen hier. Untersuchen. Hier gibt es Brot, Kletterhaken und eine kleine Statue. Eisenerz gibt es hier auch. Ein verstecktes Lager. Ja,
Jetzt ist es wohl nicht mehr so versteckt. Where is your carriage? Are you here by chance? Ja, was für eine Kutsche. Wieso sollen wir verschwinden? Was ist hier los? Ah. Na, na, na. Verschwinden. Nee, ich möchte gerne, dass das jemand macht, der... Wen haben wir das denn jetzt letztes Mal machen lassen? Ich glaube, ihn hier haben wir das machen lassen, ne? Bisschen angeln. Wird das ganze Tutorial nochmal ausgeführt, aber es ist ja zum Glück nur so ein Schrift-Tutorial, ne? Das ist nicht so schlimm. Zwei Karpfen. Also in der Welt, wenn sie jetzt schon DLC rausbringt für eine Taverne, da wäre noch einiges mehr möglich. Natürlich kann ich meine Leute, also zum Beispiel den Handelsposten, den hätten sie eigentlich erweitern können. Denn der Handelsposten war ja eigentlich das, ja, was vielleicht nicht zum, nicht das Problem, nicht ein Problem ist, sondern wo einfach für mich viel zu wenig zu holen ist. Ne? Was soll ich mit so einem Handelsposten, wo ich nichts machen kann, außer Zeug hin und her schieben? Ich meine, da hätte ich auch Händler einstellen können und da Sachen zum Beispiel vorbeibringen, die mir das Ganze denn ermöglichen, Sachen zu verkaufen. Ja? Dinge einfach zu verkaufen. Vielleicht zu ein bisschen höherem Preis, wo vielleicht ein bisschen länger dauert. Eine gewisse Zeit. Oh, jetzt sind das alles wieder weg. Ja, das ist natürlich Blödsinn so. Genau, das wäre natürlich sinnvoller gewesen. Also nicht ganz so schlecht gewesen, eigentlich meiner Ansicht nach. Na? So, was können wir denn hier jetzt kochen, dass die Jungs hier... Weil es wäre ja gut, wenn man mal hier ein paar Händler treffen würden. So, jetzt haben wir gerade noch... Da ist auf jeden Fall mal ein Grab. Okay, wir können ja mal reinschauen, kurz. Wollten ja erst nicht ins Grab von Artis, sondern erstmal in das andere Grab. Da hinten sind auch noch so Kollegen. Nicht, dass die uns hier was Böses wollen. Was ich mir nicht vorstellen kann. Eine alte Zivilisation. Ach, da geht's gar nicht runter. Guck mal an. Na dann. Gehen wir mal zurück. Weil sammeln brauche ich da jetzt, glaube ich, nichts. Da sind nur so ein paar so Bauern. Mhm. Seltsam, seltsam, seltsam. So, dann gehe ich mal hier runter. Mal gucken, ob die runterkommen. Was ist denn hier los? Ja, die brauche ich gerade nicht. Wenn ich kein Geld bekomme... So, jetzt hängen die da wahrscheinlich, ne? Geht mal hier runter. Ah, Gott. Das ist aber auch doof hier, oder? So, ich muss erstmal hier hin. Hier hin. Hier hin. Oh. Ja klar, jetzt bin ich übermüdet. Jetzt kommen die und kämpfen gegen mich. Oh, weil ich da hänge, ey. Wieso hänge ich denn jetzt da? Was hätten sie auch mal machen sollen? Was soll dieser komische Aufgang da? Na gut. Wer kommt denn überhaupt dran? Jetzt muss ich mich auch hier noch... Muss ich mich auch noch anstrengen am Ende. So, haben wir hier noch jemand? Ja, da haben wir anderen noch. Die sollten wir auf jeden Fall hier hinbringen. So. Sind jetzt alle da, nicht, dass wir wieder einen vergessen. Der Plünderer. Na gut, dann machen wir den zuerst mal weg, ja.
Oder besser gesagt, den greifen wir jetzt als allererstes an. Zack. So. Helfen die mich ja an Frechheit. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen komischen Bauern feilen oder halt feilschen oder handeln kann. Bisher kam es mir nicht so vor. Beim letzten Mal, wo ich das ja versucht habe, haben die mich dann, musste ich sie angreifen und ich kam nicht mehr raus, was dann halt verwunderlich ist. Okay. Rücken an Rücken, würde ich sagen. Komme ich da hin? Kann ich mehr? Ja, vielleicht. Ja. Ja, nicht so eine harte Rüstung wenigstens. Ja, ich bin übermüdet und greife mich an. Das ist natürlich hässlich. Ja, aber hilft ja nichts. So, das ist ein Bombenleger. Der wird auf jeden Fall mich angreifen. Hier werde ich jetzt keine Chance haben, mehrere anzugreifen. Das werde ich nur hier die Chance dazu haben. Ja, wenigstens ist hier seine Rüstung schon mal blatt. Und geschwächt ist er dazu auch noch. Wird er mir schon mal nicht viel Schaden machen, aber dafür der Saboteur, ne? Der Saboteur umso mehr. Gut, dann gehe ich mal hier hin. So. Genau, der Saboteur wird jetzt auf Heinrich gehen. Okay, jetzt sind wir hier hinten wieder dran. Schade, hat ihn nicht umgebracht. Okay, das ist, hat wehgetan. Das hat wehgetan. So, und er hier, das sind auch noch genau die Sergeants hier oben. Gut. Da komme ich nicht hin. Da würde ich hinkommen. Das ist doch schon mal was. Wäre dann noch mal einer weg. Dann löse ich die mal. Der hier hat schon fast das Zeitliche gesegnet. So, hier oben wird es langsam eng. Oh, da geht auf den Bär. Nee, doch. Geht auf Heinrich. Verdammt. Nee. Nicht gut. So. Verteidigungsstellung. So.
Der würde als nächster denn drankommen. Das ist natürlich super ärgerlich. Ja, das würde ich genau in das blöde Ding da laufen. Und dahin, das geht gar nichts. Na toll. Ja, gut. Wenigstens kann ich hier ein bisschen Schaden noch machen. So. Jo, das war gar nicht mal so schlecht. Mit dem gehen wir aber jetzt mal raus hier. Heinrich geht's nicht mehr so gut. Den müssten wir auf jeden Fall den gleich retten. Aber Maria soll ihn hier erstmal arbeiten. So, dann brauchen wir noch einen für ihn hier. Das wäre eigentlich okay. Okay, das müsste eigentlich reichen. Und dann machen wir das so hier. Dann gehen wir auch nach oben. Einmal reicht, oder? Scherge. Ja. Gut. Und er hier unten dran. So. Okay, zwei haben wir noch. Das ist die Frage, wo kommt der hin? Der kommt auf jeden Fall mal hier hoch. Ja. Der schafft es nicht bis da hoch. Ja, komm. Echt jetzt? Der hätte ihn ja gerade umbringen können, Mensch. So, er wird jetzt wahrscheinlich Heinrich lahmlegen. Hm. Mit einem hat das, noch überlebt. Wenigstens einmal zurückschlagen noch. Jetzt ist er totgeweiht. Okay. Müssen wir aufpassen. Zwischen Maria und Katharina, weil die Rücken an Rücken kämpfen. Das ist gut möglich. Ja, wenn sie schon so eine gute Beziehung haben, ne? Können sie sich auch unterstützen gegenseitig. So, dann kommt er hier. Macht das Johann. So, weg damit. Und zurück. Dann schießen wir ihn mal auf hier.
Ein bisschen wütend. Nö, den letzten, den machen wir jetzt auch noch. Den nehmen wir uns jetzt auch noch vor. Shit, das war doof. Wollte ich gar nicht, aber gut. Schau, vielleicht kriegen wir den ja noch tot. Oh, okay. Ja. Genau, mach du das. Hau ihn einfach von hinten die Pranke an den Kopf. Was haben wir hier Schönes? Katar der Deserteure. Ich möchte trotzdem immer erst hier runter, ey. Dann muss ich jetzt hier runter. Das ist doch ein Müll hier, oder? Also gut. Wisst ihr was? Wir schlafen hier jetzt. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen Butter. Das hat sich hier alles gedreht, oder? Ja, der kocht. So, der kocht ein bisschen. Was haben wir denn hier Schönes? Entdecker. Genau. Ja, dann werden wir mal ein bisschen essen. Oh. Was haben wir denn hier noch Leckeres? Ei. Hm. 14. 14. Das ist 6. Auch 14. Wie viel hat das hier? 4. Dann noch 1. Na, dann machen wir hier doch so einen leckeren Wein. Zahlen unser Sold. Rasten. Haben wir einen Haufen Zeug zurückbekommen und Fortschritt. Einen Wissenspunkt haben wir auch noch erhalten. Aye. Zahlungsmoral ist super. Wir sind noch berühmter geworden. Und Heinrich hat noch was zu sagen. Okay. Und ich glaube, Helene. Nee, nicht Helene, Katharina. Erfordert Level 8. Meine Güte. Na gut. Was für ein glorreicher Kampf. Ja, ich habe mich wirklich selbst übertroffen. Wenn ich so weitermache, kann ich bald meinen eigenen Trupp anheuern. So, so. Ich würde sagen, du hältst ein bisschen EP. So, wir gehen mal hier raus. Und ich möchte hier runter. Also hier geht es irgendwie runter. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Zumindest schon mal hierher. So, und hier runter. Oh Gott. Ob ich da jemals wieder hochkomme? Na gut, ich weiß nicht. Nee, die kann ich nur angreifen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das sind auf jeden Fall mal keine Händler, sondern Bauern. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob die jetzt gut sind, schlecht sind oder was die für uns jetzt eigentlich sind hier. Kann ich nicht sagen. Wo wäre denn unser nächstes Ziel? Da hinten, hinter den Bergen sozusagen. Und nicht bei den 7 Zwergen. Wer weiß. Schauen wir mal. Oder sind die hier oben? Ach nee. Oh Gott, das waren die da oben. Das ist ja ätzend. Die sind da irgendwie hängen geblieben. Die da. Komm ich da irgendwie hoch? Nee. Oh, und hier geht es irgendwie nicht weiter. Das verstehe ich auch nicht. Da ist einfach eine dunkle schwarze Wand. Ich habe jetzt aber keine Lust, dann nochmal hochzulaufen.
Hier war ich, glaube ich, schon, ne? Man sieht es halt echt schlecht. Ja, also hier ist überall irgendwie ganz grau und dunkel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Und zwar nach... Nicht Portia, sondern ich möchte nach... Hierhin, um den hier fertig zu machen, den Boss. In einem anderen Land. Sehen den Verdruß, da will ich eigentlich hin. Ja. Und jetzt muss ich aber mal schauen. Wenn ich nach. Ja, doch, da bin ich eigentlich hier richtig, ne? Da schaue ich jetzt genau dahin. Dann muss ich da lang, genau. Wir gehen nochmal in den Schafstall. Ah, da gibt es einen verschnörkelten Schlüssel, den ich nicht habe. Egal, den werde ich wahrscheinlich irgendwo herkriegen. Aha, Geschmiere. Haben sie die Taste auch geändert? Taste scheint auch... Nee, die scheint nicht geändert worden zu sein. Verschnörkelter Schlüssel. Okay, wir gehen noch ein bisschen Holz hacken. Komm. Ich weiß zwar nicht, ob ich Holz brauche, aber... Zur Not verkaufe ich es. Irgendwann müssen ja wieder Händler irgendwo auftauchen. Oder wir gehen nach Cortia und verkaufen es da. Das geht natürlich auch. So, dann schauen wir mal. Hier oben. Haben wir hier nicht? Kann ich mir kaum vorstellen. Oder war das mir zu heiß? Nö, guck mal. Da war ich tatsächlich noch nicht. Na, lass uns doch mal da reingehen. Ah, jetzt sind wir auch noch voll. Wegen einer Pflanze. Okay, schnell da rein. Vielleicht kann ich da irgendwie handeln oder so in der Burg von Fürst Fernalis. Der hat ja ein schönes Fleckchen hier oben. Müde bin ich auch noch. Hoffentlich muss ich nicht kämpfen. Gehen wir mal in die Apothekerstube, oder? Was hast du denn Schönes da? Ja, aber ich brauche Geld erstmal. Also du kannst erstmal das hier kaufen. Kannst du noch kaufen? Guck mal, ich habe bestimmt ganz viel unnötiges Zeug. Aber ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Also ich verkaufe jetzt mal ein paar Sachen, sortiere hier mal ein bisschen aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier in der Burg von Fernalis. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.